Wenn Ihnen ein Feuerwehrmann Feuer reicht, so bedeutet das nicht immer gleich Großalarm. In der neuen Feuerwache Ludwigshafen war diese Flamme das Signal für einen Probealarm, der von einer modernen Nachrichtenzentrale aus gesteuert wurde. An einem übersichtlichen Bedienungstisch, den nur ein Beamter überwacht, laufen die Notrufinformationen ein. Innerhalb weniger Sekunden kann ein Zug ausrücken. Sehen wir uns im Einzelnen einmal an, wie diese Anlage funktioniert. Hier ist ein Alarmkartenspeicher mit Lochkarten, die für die verschiedenen Alarmmöglichkeiten vom Hausbrand bis zum Flugzeugabsturz vorbereitet worden sind. Die Karten brauchen nur in eine Abtastvorrichtung gesteckt zu werden, um sofort Alarm auszulösen und Aufschluss darüber zu geben, welche Person, Dienststellen und Organisationen unmittelbar verständigt werden müssen. Ein Druck auf die Taste und der Mechanismus läuft automatisch. Dem diensthabenden Beamten bleibt nur noch die Auswahl der Züge und die Benachrichtigung der einzelnen Dienststellen, die er außer auf der Karte auch auf einer erleuchteten Tastatur vorfindet. Kein zeitraubendes Anwählen der Nummern mehr, Unsicherheitsfaktoren sind ausgeschaltet. Mit einem Tastendruck ist die Verbindung zur Außenstelle hergestellt. Brand in der von der Tannstraße 21. Jawohl. Wir schicken sofort einen Funkwagen zur Brandstelle. Von hier aus werden alle Verkehrsampeln gesteuert und den ausfahrenden Wagen der Weg in die Stadt freigemacht. Rund 250.000 Mark kostet die Anlage. Notfälle kann sie nicht verhindern, aber die Hilfe schneller und sicherer werden lassen.